Solche Leute wie ich, wie sagt man dann, polarisieren. Hallo Beat, High Five. Bei mir ist ein weiterer Stargast auf dem Sofa, und zwar ist es der Bundesrat Ueli Maurer. More sexy! Bravo Schuschu! Sexy, sexy! Dass ich mit meiner Art, der freie, bunte Vogel, der hier so Klartext redet, ohne Angst, dass der auch Finden hat, mit dem musst du natürlich rechnen, in Schweiz sowieso. Ich würde vorschlagen, wir tun uns gerade duzen. Ich bin der Krigi. Ueli, freut mich. Bei früher, auf etwa 20 Jahren, bin ich hier in Zürich sehr obig. Vor mir eine Frau hübscher als die andere. Da kannst du die Übung einfach nicht machen. Der Misserfolg ist ja nicht etwas, das einen umbringt, sondern es ist auch ein Lernprozess. Rose und Rainer, Widerspruch, Lust. Rose und Rainer, Widerspruch, Lust. Wenn ich eine Frau gemacht habe, dann ist es sicher so, dass wir eine Zeit lang uns zu fest auf ein Gutgläubig, auf ein schlechtes Management verloren haben. Was ist deine Meinung zum Legalisieren der weichen Drogen? Du bist auch ein Ikarus, nur scheinst du überhaupt nicht abzustürzen. Alles, was Dieter Meier anlangt, wird irgendwie so ein bisschen zu Gold. Ich bin der Meinung, sie können Gesundheit gefährden, vor allem auch psychisch von Jungen, also muss man es verbieten. Die Rohrkrepierer, oder, die nicht zu Gold werden, von denen hört man dann eben weniger. Ich war Punkmusiker, Vollblut-Punkmusiker. Weißt, also wir sind dort relativ naiv dran gegangen, aber es ist uns ja auch nie darum gegangen, um einen Kohlen eigentlich. Wir wollen Spass haben, wollen Rock und so. Ich hab noch nie, das gibt's nicht. I like the color of the rainbow. Respect is the name of the game. Respect yourself and you never miss your aim. If you show weakness, you gotta let them know. Ja, 5, 6, 6 Freundinnen, mit denen bin ich immer noch best Freund. Ja, ja, Frauen, das ist kein Problem. Wie sieht es bei dir aus, Ueli? Hat es da mal Situationen gegeben im Leben, wo du vielleicht dich nicht ganz beherrscht hast in Sachen weichen Drogen? Nein, hat es gar nicht gegeben. Das ist aber zu meiner Jugend ist das auch kein Thema gewesen. Ich habe eigentlich gekämpft darum, dass das eben nicht nur irgendein artistischer Film ist, sondern auch ein Kinofilm, der funktioniert. Und das ist mir nicht gelungen. Im Kino ist er nicht gelaufen, was für mich eine Enttäuschung war. Aber ich habe es auch gewusst. Im Kopf aber bin ich natürlich schon bei einem anderen Drehbuch. Das sind 37 Anfänge zu einem unvollendeten Roman. Willst du den Liebgott zum Lachen bringen, den erzählen von deinen Plänen von nächstes Jahr?